Hau! Und herzlich willkommen zurück bei Rise of the Tomb Raider. So, wir haben in der letzten Folge das Croft Manor, das Croft Anwesen, komplett abgeschlossen. Wir könnten jetzt natürlich hier das Croft Anwesen erkunden. So, bringt uns bloß nicht viel, weil wir ja jeden Scheiß eingesammelt haben. So, neue Geschichte, Blutsbande brauchen wir auch nicht spielen. Laras Albtraum machen wir als finale Folge dann, als finale Mission. So, Syrien, hier steht ja noch Syrien, weil ich zuletzt in Syrien war mit Lara. So, die komplett 100% abgeschlossen, die Story. Sind wir also soweit mit allem durch. So, und in der letzten Folge hatte ich dann gesagt, wir kümmern uns jetzt mal um diese Expedition. Genau. So, erstmal stellen wir hier auf Überlebende. So. Okay, wir wollen das ja ein bisschen schwerer haben. So, dann hatten wir nachgesehen, Grab des Propheten. Hier können wir Punktangriff machen in den verschiedensten Sachen. So, ich würde aber jetzt, warte mal, Kapitelwiederholung brauche ich nicht. Widerstand der Verbliebenen. Das haben wir gemacht zwischen Syrien und Croft Manor. So, das ist fertig. Das spielen wir nicht nochmal. So, dann haben wir hier Ausdauer. So, Einzelspieler, das können wir als Einzelspieler und oder als Multiplayer machen. So, sibirische Wildnis können wir uns da aussuchen. Gibt's nur. So, und dann gibt's kalte Finsternis. Wo sind wir hier? Neues Spiel. Ja, keine Ahnung. Warte mal, wo sind wir hier? Kalte Finsternis. Von der Sowjet-Forschungsbasis. Okay, pass auf. Sibirische Wildnis. Wir versuchen erstmal in die sibirische Wildnis zu kommen. Sibirische Wildnis. Sibirische Einzelspieler Ausdauer. So. Jetzt will ich nur wissen, wie ich das Ding hier starte. Spiel starten. Herausforderung. Marktplatz. So. Wie starte ich das Ding? Ich will das jetzt spielen. Genau. So, wenn ich jetzt hier sibirische Wildnis drauf drücke, passiert nichts. Hier passiert auch nichts. Einzelspieler passiert auch nichts. Hier passiert auch nichts. So. Fortfahren? Wie fortfahren? Warte mal. Einzelspieler. Multiplayer. So, fortfahren. Keine Ahnung, warum hier fortfahren steht. Jo, pass auf, wir machen das, wir warte. Nee. Was ist das Tutorial? Ist da was? Oder? 3 Punkte für Kills. Machen wir das mit Tutorial. Komm, wir machen das mit Tutorial. So, da bin ich mal gespannt. So. Rise of the Tomb Raider. Endurance? Hä? So, wie gesagt, wir gucken uns alles an. Ich will aber ja alles vom Spiel hier sehen, was wir sehen können. So. Im Gegensatz zu meinem ersten Rise of the Tomb Raider Let's Play, wo ich ja nur durchgerannt bin, nehmen wir, wie gesagt, hier alles mit, was wir kriegen können. Wir reizen das Spiel hier bis aufs Get nur raus. So. Wir spielen aber jede Mission, die wir hier sehen, nur ein einziges Mal. Wir machen hier nichts doppelt. Weil es geht ja nur darum, dass wir es auch sehen, dass wir es hier drin haben in dem Ding. So, dass auch jemand, der jetzt das Spiel so nicht kennt oder gespielt hat und jetzt auch mit den Expeditionen hier nicht klarkommt oder weiß oder wie oder was oder warum, dass es demjenigen dann auch vielleicht als Tutorial dient. Vielleicht dir oder vielleicht sogar ihnen. Damit wir hier, wie gesagt, da mal ein Auge drauf haben. So, okay, wo bin ich jetzt hier? So. Ausdauer. Lara ist auf der Suche nach Artefakten, aber Trinity ist dicht hinter ihr. Suchen Sie im Wald nach Krypten. Bergen Sie möglichst viele Artefakte und signalisieren Sie dem Helikopter, dass Sie gerettet werden möchten. In der rauen Welt der sibirischen Wildnis haben Sie nur eine Chance zu überleben. Jo. So. Es ist Wärme und Hunger. In Ausdauer muss Lara ihren Hunger stillen und warm bleiben. Naja, ist ja kein Problem. Lara ist ja. Ist so. Ich finde es gerade schade, dass wir keine. Kein Lager haben. So, Artefakt. Bergen Sie so viele Artefakte. Bla 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 bla. Ruinen entdeckt.
Warte mal, Symbollegende. So, warte, überlebende Tage. Das wird heftig, das wird interessant. Das kann. Und was haben wir hier? Gewöhnlich, Stoff, Kräuter. Ja, dann legen wir mal los. So. Hunger stillen, erkunden. Im Wald können sie Krypten und Ruinen finden. Das Blöde ist bloß, dass wir jetzt keine Karte hier weiter haben. Ich meine, die sibirische Wildnis kennen wir ja irgendwo her. So. Da. Neue Krypta entdeckt. Die Artefakte müssen noch drin sein. Wo denn? Da. Jo. Wir müssten hier ein Lager finden. Wo finden wir ein Lager? Das brauche ich noch früh genug. Ja. Wir müssen irgendwo ein Lager finden hier. Das Bösewichte. Jo. Genau. So. Ja, ich würde aber gerne erstmal ein Lager finden. Wegen warm. Ich muss Munition finden, bevor ich da runtergehe. Jo, nur mit der Ruhe. Guck mal hier. Ich brauche Holz, um das Feuer anzuzünden. Ja. Basislager. Haben wir schon mal eins? So. Na komm. Mach. Jo. Da. Das wird gehen. Genau. Fähigkeiten. Null Fähigkeiten. So. Ja. Das ist alles, ja. Können wir wahrscheinlich nichts machen. So. Gemeistert. Waffen. Was haben wir für Waffen? Ja. Hier können wir auch nichts dran machen. Hier können wir eigentlich nur Lara warm halten. So. Also, wir gehen einfach mal hier rein. So, was soll denn passieren? Ja, jetzt gehen wir wieder raus statt rein. Keine Ahnung, was da drin ist. Ja. Wenn ich mal den Weg finden würde. Hä, hat sich die Wand verschoben? Was ist jetzt los? Ich bin doch gerade hier rausgekommen. Zu riskant, da ohne Munition runterzugehen. Ja, Lara, das mag ja sein, aber. Wieso? Was ist denn da unten? Ja. Wir können natürlich erstmal ein bisschen rumlaufen. So. Ein bisschen Zeug finden. Zumindest versuchen wir ein bisschen Zeug zu finden. Ach hier, das was ja eigentlich die Heilung ist, das ist ja halt Nahrung für Lara. Okay. Warte mal, sie füllt sich jetzt auf, wenn sie das Zeug einsammelt. So, hier haben wir Holz. So. Oder müssen wir das erst benutzen dann? So. Das Blöde ist, wo kann ich hier eigentlich speichern? Das Problem, Expedition neu starten. Tja, ich weiß nicht, ob wir hier direkt speichern können, wenn wir jetzt fertig... Wenn wir jetzt Ende machen wollen mit der Session. Das ist halt ein bisschen doof. So. Wie gesagt, Munition einsammeln. Lara, du bist witzig, aber. Wo soll ich hier Munition herkriegen? Wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir gehen jetzt einfach da runter und fertig und gucken uns das ganze Ding an. So. Weil. Hier ist ja eigentlich nur gähnende Leere. So. Na, dann wollen wir mal. Sag mal, leuchtet hier noch irgendwas gelb? Hier unten. Sag mal. Drücken zum Sammeln. Füllt. So. Ja, Lara. Mit der Munition, das ist so eine Sache. So. Ich habe es zwar so getan beim Cursed Manor zuletzt, dass ich hier Laras gelbe Jacke hier eingesammelt habe, aber sie hat ja gerade was anderes an, ja. Schade, dass wir sie nicht umziehen können, aber naja, gut, okay. So.
Ja, warte mal. Halt! Jetzt mal hoch hier. Geh noch mal ins Lagerfeuer. Jetzt müsst ihr mich warm halten. Ja. Ist jetzt wieder oben? Jo. Na komm, mein Schatz. So. Wie gesagt, es ist bedauerlich, dass wir hier so nicht einfach speichern können. Das ist immer bei solchen Sachen das Schlimmste von allen, Baba. So, ein Relikt haben wir gefunden. Wirklich schön. Jo, Artefakt erhalten. Ein Artefakt. Stimmt, wir suchen die Artefakte. Nachdem Sie genug Artefakte gesammelt haben, suchen Sie ein Signalfeuer und entzünden Sie es, um zu entkommen. In diesem Tutorial können Sie nur eine Krypta erkunden. Also sollten Sie es jetzt verlassen. Ach so, das war nur. Okay, alles klar. So, wir haben ja mit Tutorial gespielt. Weil wenn schon, denn schon. So, guck mal hier. Kieksen. So. Ja, Tutorials sind ja meist einfacher als der Rest. So. Ohne Munition da unten war doch nichts. So. Evakuierung. Wenn Sie bereit sind, den Wald zu verlassen, können Sie mit dem Helikopter die Position Signalfeuer mitteilen. Aber bla bla bla. So. Wir machen das jetzt ganz einfach mit dem Signalfeuer hier. Und beginne jetzt die eigentliche Mission hier. Wir können aber nochmal nachsehen, ob wir hier noch irgendwas mitnehmen können. Ich weiß nicht, ob wir das dann in die eigentliche Mission mitnehmen können, das ganze Zeug, was wir jetzt einsammeln. Keine Ahnung. So, deswegen würde ich nochmal versuchen, was zu sammeln. So. Hier ist jemand umgefallen. So. Ja, Signalfeuer entzünden. Lara. Bist witzig, ein Fähigkeitenpunkt. Die Temperatur wird fallen. Ich muss an einen warmen Ort. Ja, ganz gemütlich, Lara. Das hier oben für Signalfeuer, das Ding. Kann ich hier. Ja, das stimmt. Überleben. Ja. Dort ist was. Ach, da oben. Ich soll hier hochgehen oder was? Na, warte mal, gucken wir mal. Jetzt sehen wir uns das mal ganz normal an. So. Wer hat da noch ein Gebiet? Stimmt, Sowjetanlage gab es da noch. Ach, da mal hier, es ist. Die Sowjetanlage gab es da noch als zweites. Ja, wo soll ich jetzt das Signalfeuer entzünden? Ja, hier ist die Krypta und das Lager wird mir dort angezeigt. Wir können aber noch. Ja. Ja, wir müssen natürlich hier jedes Mal neues Holz haben. Das ist halt doof. So. Wenn wir jetzt gesagt kriegen, ob wir ein Signalfeuer haben. Signalfeuer. Hier kann ich die Evakuierung anfordern. Okay, alles klar. Ich brauche Brennstoff, um es anzuzünden. Hä? Signalfeuer? Wo hast du das? Brennstoff. Das Problem ist, Lara wird gerade kalt. Das fängt mich gerade an. Wir hatten doch hier irgendwo. Ja. Ja, das ist doof, dass man die immer neu anzünden muss. So, Signalfeuer. Wo willst du das Signalfeuer jetzt anzünden? Hä? Ja. Wo denn? Ach hier. Wir machen gleich das Ding. Ist so klein, das sehe ich überhaupt nicht. Das Feuer brennt. Ich bin bereit. Ich sehe das Feuer, Lara. Wir kommen jetzt. Ich dachte, jetzt kommt eine Cutscene. Geschafft! Wir sind da! Schnappt ihr das Seil! Hä? Wo? Alles klar! Los geht's!
So, Hauptbonus, 0% Zeitbonus. Keine Ahnung. Gesamtergebnis 27.635. Ja, ist das gut oder ist das schlecht? Keine Ahnung. So, Artefakte, was? Null Artefakte? Bist du bescheuert? Jo. Ja, okay, komm. Das war ja praktisch nur das Tutorial. Kleine Artefakte 1. Na, nun jetzt auf einmal doch. So. Überlebte Tage. Oh, weia Gott, oh Gott. Das Problem ist, das ist sowas Langwieriges, oder? Naja, warte mal. Fortfahren. Gesammelte Artefakte. Haben wir 1. So. Fortfahren. So. Bestenlisten. Ist mir egal. Fortfahren. Tag 1. Entkommen. Ja. Okay. Na, dann wollen wir mal. Wir stürzen uns mal ins kalte Wasser hier. Wir wissen ja ungefähr jetzt, was wir machen müssen. Da sehen wir uns das Ganze mal an. So. Hä? Ach so, jetzt müssen wir hier sagen. Warte mal, sibirisch Ausdauer. Einzelüberlebende. Einzelspieler Multiplayer. Tutorial. Sibirische Wildnis. Fortfahren. Meisterarchäologe. Wer braucht eine Karte? Archäologe. Warte. Verdiente Credits für gemeisterte Herausforderungen. Herausforderungen sind nach Meisterung vorübergehend schnelle Reflexe. Herausforderungen wählen. Ach, jetzt mal. Warte mal. Herausforderungen. Ausdauer. Sibirische Wildnis haben wir immer noch hier stehen. So. Wir machen das. So. Wenn ich jetzt. Ja. Fortfahren. So. Ja, ich will das jetzt spielen. So. Finden Sie 5 Krypten. Das will ich jetzt machen. So. Das Problem ist. Hier, warte. Fortfahren. Karten verändern das Gameplay. Manche Karten fungieren als Punkte-Multiplikatoren. Karten hinzufügen. Ja. Was machen wir jetzt? Großkopf. Feinde haben größere große Köpfe. Ach so, nehmen weniger körperlichen Schaden. So, was haben wir? Großkopffeinde. Ach, hier setzen wir die Karten ein. Großkopf Lara. Nee. Ach, hallo, wie sieht so ein Scheiß aus? Großkopfmodus. Große Köpfe. Was sind die großen Köpfen? Seid ihr bescheuert? Regenbogenspur. Wohin sie auch gehen, ist ihnen Freundschaft dicht auf die Fersen. So. Karte hinzufügen. Karten wählen. So. Naja. Aussehen. So. Infektionen. Lutus. Das Erledigen von Feinden gewährt eine kleine Menge Nahrung. Das würde ich mal probieren wollen. So. Großkopffeinde. Was haben wir noch hier? Adlerauge. Feinde und Tiere in der Nähe leuchten. Also Rikorfbogen. Gewährt alle Upgrades. Weiße Witwe. Das machen wir mal. So, Karte hinzufügen. So. Egal, ob ich die jetzt verbrauche oder nicht, wenn die verbraucht werden können. Es ist ja eigentlich nur dazu da, dass wir das alles mal sehen. Anfällig. Sie nehmen mehr Schaden durch Sprengstoff. Jawohl. Alpha-Raubtiermeister. Gewährt das. So. Angel of Darkness. Nee, das machen wir jetzt nicht. So. Wir nehmen. Komm, wir nehmen das noch mit dazu. Da haben wir jetzt 5 Karten uns ausgesucht. So, sibirische Wildnis Ausdauer. Wir starten das ganze Ding mal. Da bin ich mal gespannt. Also hier setzen wir also die Karten ein. Okay, welche Fähigkeiten Lara hier und alles hat. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Also wie gesagt, wer die Expedition, diese Expedition hier machen will, wie gesagt, kann sich das gerne halt hier ansehen und...
Das hat keinen Sinn. Die alte Pistenraupe schafft es nicht weiter. Wir kriegen dein GPS-Signal noch nicht, aber wir holen dich da raus. Geh zu einem sicheren Ort und warte. Nein, noch nicht. Ich gehe zu Fuß weiter. Trinity wird hier überall sein, bevor wir eine weitere Expedition starten können. Die Artefakte sind hier draußen. Ist vielleicht meine einzige Chance. Ich gebe ein Signal, wenn ich bereit bin. Ja, ich wusste, dass du das sagst. War ein Versuch. Viel Glück da draußen. Wir warten auf dein Signal. So. Jo. Okay. Ich sollte sicher gehen, dass ich alle Vorräte aus der Pistenraupe habe. Ja, danke schön. So. Es kann natürlich auch passieren, dass wir das hier nicht ganz schaffen, dass Lara uns hier da irgendwo verrecken wird, wegen Kälte oder wegen dem, was da oben links steht, keine Ahnung. Würde mich nicht wundern. So, dass wir da hier mal versagen. Das ist ja nicht auszuschließen. Das ist ja eben die Herausforderung bei dem ganzen Ding hier. So, haben wir alles. Ja. Immer tüchtig weiter sammeln. Aber wir können hier immer noch nicht speichern, oder? Ich weiß nicht, wenn wir jetzt hier aufhören wollen, ob wir dann weitermachen können an der Stelle, wo wir aufgehört haben eben. So. Wir müssen erstmal ein Lager finden. Das ist jetzt das Wichtigste erstmal. Wir nehmen noch ein bisschen Essen mit. So. Das werde ich mitnehmen. Halt still! Ist da vorne jetzt in ein Lager? Du spielst doch auch auf Lara, du Penner. Na komm, na, nimmst du den aus? Was denn du? Neue Waffe verfügbar. Repetiergewehr. So. Wenn wir jetzt noch ein Lager hier irgendwo hätten. So, kannst du dich hier dran wärmen? Jawohl, wunderbar. So. Kopftreffer. Das nicht schlecht. Ich nehme es mit. Was nimmst du mit? Was hast du jetzt entdeckt hier? Warte. Guck mal hier. Was ist das denn? Warte. Jo. So. Ja, hier könnten wir das Signalfeuer anzünden. Genau. So, wenn wir hier weg wollen. So. Wir nehmen aber mal, guck mal hier. Ja, das ist sehr schön. Das ist sehr schönes Gimmick, dass wir jetzt nicht zwingend ein Lager brauchen oder Holz dafür. Das heißt, wenn wir hier irgendwo sind, dann versuchen wir hierhin natürlich zurückzukommen. Damit Lara sich ja... Ja. Ich auf, bis ich es brauche. Ja, mach das. Guck mal hier. Oh. Okay, wir haben also eine Station, wo Lara sich wärmen kann. Und Essen haben wir auch ein bisschen dabei. Neuer Orientierungspunkt entdeckt. Haben wir hier irgendwas? Genau. So. Oh. Wir umkreisen mal ein bisschen hier das ganze Ding. Was ist da vorne? Was hat da vorne geleuchtet? So, da vorne leuchtet bloß der... Nee, hier, Holz. Genau. Das passt eigentlich ganz gut gerade zum Wetter, da ja langsam der Schnee auch in unserer Realität kommt. So. Da haben wir noch ein bisschen Holz. So, wir gehen dann nochmal gleich zu dem Fass und wollen Lara ein bisschen... So, wir rennen erstmal ein bisschen rum hier, um... Die paar Punkte hier zu finden, was wir suchen. Sie sind hier. Ja. Oh. Es wird kälter.
Ja, genau deswegen suchen wir jetzt erstmal hier unseren Orientierungspunkt. Ich stell dich mal kurz vor das Fass, damit du uns hier nicht erfrierst, Lara. Was? Da, hier. Ja. Wunderbar. Super. Das ist viel besser. Jo. Jo. Okay, komm, mein Schatz. Jo. Wir waren in die Richtung unterwegs. Jetzt gehen wir wieder hin. Wir nehmen aber hier noch das Essen mit. Oh. Müssen wir bloß sehen, da oben irgendwas zu finden. Da ist irgendwas. Das nehmen wir mal mit. Kommen wir eigentlich da hoch? An die Leiter, weiß ich nicht. Warte. Wir machen mal das hier. In der Nacht wird es viel gefährlicher sein. Mhm. Kommst du bis so drüber auf die Plattform? Das stimmt doch, oder? Ja, guck mal hier, ja gut. Ja, Krypten finden. Ja, geh mal runter hier. Hoppa, unverletzt, oder? Okay. Was ist da drüben? Da leuchtet irgendwas. Ah, guck mal hier. Ja, genau. Unglaublich. So, hier haben wir irgendwas haben wir hier gefunden. So. Hier sehen wir uns natürlich an. Ne? Was für ein. So. Was haben wir hier? Jo. Ich glaube, da oben war gerade noch eine Tonne, wo wir Lara hier wärmen können. Habe ich irgendwas brennen sehen? So, laufen wir ein bisschen schneller. Komm. Habe ich hier irgendwas brennen sehen? Feuer. Hm. Okay. Ein Signalfeuer. Hier kann ich die Evakuierung anfordern. Ja. Das Problem ist bloß, ich bräuchte langsam hier mal ein Lager. Ja, warte mal, warte. Wo haben wir jetzt unseren Orientierungspunkt? Jetzt will ich nochmal hin zurück. Nee. So. Finden wir jetzt unser anderes Lager wieder. Ich will nicht das Signalfeuer anzünden. Da vorne. Wir müssen dort erstmal hingehen. Jetzt alles nix. Oh Gott, ich muss ein Feuer machen. Ich will bis zum Fass. Ja. Ja. Ich denke, ich werde nicht ange... Ach, Mann. So. Ja, gesammelte... Das ist, wenn man die Karte dann kennt oder so, wenn man es mehrmals gespielt hat. Fortfahren. Ja. Ich will das nochmal machen. Zeitachse, Tag 1. Muss ich jetzt wieder das ganze Ding hier durchmachen mit Karten auswählen und dies und das und jenes, oder? Das muss ich alles wieder von vorn hier einstellen, oder was? Das ist natürlich scheiße. So. Nö. So, Regenbogenspur. So, wir probieren das. Ich würde sagen, wir probieren das noch einmal. Frostbeulen. Jede Frage vergeht, jetzt sinkt die Temperatur schneller. So, Eisbär. Schwimmen macht hungriger. Blutdurst. Infektion. Feinde werden durch infizierte Feinde ersetzt. Interessenkonflikt. Was haben wir noch? Adlerauge. Ich würde aber gerne was haben. Adrenalin.
Lautlose Kühe machen vorübergehend unbesiegbar. Alpha-Raubtier. Gewährt die Variante des Jäger-Outfits. Das würde ich mitnehmen. Karte hinzufügen. Was haben wir hier noch? Durst. Kletteraxt. Gewährt alle. Ja. Kaufen. Karte hinzufügen. Großkopf Lara. Nee. Ich meine, ich würde jetzt für diese Mission auch nicht alle Sachen auspacken. Ja, das hatten wir noch genommen. Können wir das so starten? Ja, können wir. Müssen wir nicht machen. So, pass auf. Wir machen jetzt für heute, sobald wir hier abgesetzt werden, machen wir für heute Feierabend. Wir probieren das noch einmal. Hier. Ja. Das haben wir ja schon gesehen, da brauche ich die Kamera jetzt nicht extra. Es hat keinen Sinn. Die alte Pistenraupe schafft es nicht weiter. So. Der Signal noch nicht, aber wir holen dich da raus. Geh zu einem sicheren Ort und warte. Nein, noch nicht. Ich gehe zu Fuß weiter. Trinity wird hier überall sein, bevor wir eine weitere Expedition starten können. Die Artefakte sind hier draußen. Ist vielleicht meine einzige Chance. Ich gebe ein Signal, wenn ich bereit bin. Ja, ich wusste, dass du das sagst. War ein Versuch. Viel Glück da draußen. Wir warten auf dein Signal. Das sieht sehr nach Shadow of the Tomb Raider aus. Das Ding hat so auch irgendwie sowas ähnliches bei Shadow of the Tomb Raider. Ja gut, das haben wir ja sowieso bei den Outfits drin. So, okay, dann mache ich erst einen Feierabend für heute. Ich würde das Ding ja nochmal probieren. So, und wenn ich das jetzt nicht schaffe, ich denke mal, ich habe das gerade so gedacht, diese Karten, die wir dafür ausgeben hier, die verbrauchen sich wirklich. Also, bis ins Geld nur werde ich die Mission hier nicht treiben, weil, ja, okay. Dann hoffe ich, das ganze Ding hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben, lasst mir ein Abo da und schaut doch mal bei Twitch TV vorbei gerne. Link in der Videobeschreibung. Dankeschön fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.